Hey, wir wissen deine Hilfe zu schätzen. Ich bin hier, wenn man mich braucht. Mr. Boyer, nicht wahr? Freut mich sehr. Da sind Sie der Einzige. Ich will nicht dran denken, was passiert wäre, wenn Sie nicht aufgetaucht wären. Ich möchte im Namen aller Danke sagen. Ich heiße Terence Hunt. Ich bin Arzt. Habe im Redfall Regional gearbeitet. Ich kümmere mich um alle hier. Kranke, Verletzte und alles dazwischen. Ich habe medizinische Vorräte. Aber bitte nehmen Sie nur, was Sie wirklich brauchen. Die anderen hier brauchen genauso Hilfe wie Sie. Was für eine komische Situation. Jacob, oder? Schön, dass du bei uns bist. Ich bin Reverend Eva. Freut mich sehr. Wenn auch unter unschönen Umständen. Wir waren vorher in der Obdachlosenunterkunft, aber wie auch immer, ich organisiere hier alles. Ich schicke Leute auf Vorratssuche oder um andere in Sicherheit zu bringen. Manchmal bringen sie das Mädchen zu Kuppel. Bediene dich gern an der Kiste. Das will ich so offen ganz zu haben. Ich habe zum Glück die Leuchtsignale. Jacob, hä? Huh? Was ist mit dem Auge? Frag nicht. Nun, wir schulden dir was. Ich bin Anna. Und das ist mein Mann Joe. Du bist einem dieser Viecher begegnet? Ein Pflock durchs Herz tötet sie. Lässt sie platzen wie ein Wasserballon. Die Irren kann man aber mit Knarren erledigen. Und davon haben wir reichlich. Den Pflock gibt's gratis. Aber meine Knarren muss man sich verdienen. Sorry. Von wegen sorry. Nee, da hast du recht. Aber schön, dich kennenzulernen. Bye, bye. Weiß nicht, wie alles anfing. Ist auch egal. Als wir auf Redfall gelandet sind, lief die Horrorshow quasi schon. Leere Straßen, geheime Feuer, Schatten in den Fenstern. Feindkontakt am zweiten Tag. Ich wurde ausgenockt und weggezerrt. Bin mit Blut im Mund aufgewacht. Und dem Federvieh hier.
In den Hubschraubern dürften wir auf jeden Fall Vorräte finden. Ihr seid Kinder, die nach mir schreien. Ich brauche euch hier. Und ihr braucht mich. Ich habe euch vom Himmel geholt. Der Hollow Man? Scheiße. Wenn er mir Angst machen will, braucht es mehr. Jacob, du bist ein Mann der Tat. Darf ich... Nenn mich nie wieder so. Ah ja, sorry. Darf ich dich was fragen? Wie schaffst du es bei einer Schießerei so... Hey, wir könnten deine Hilfe das beim Aufbau einiger Unterschlüpfe gebrauchen. Stört dich das überhaupt nicht? Natürlich stört mich das. Aber tot zu sein, würde mich noch viel mehr stören. Wir können von dort aus auch die Stadt von den Monstern und diesen verdammten Kulten zurückerobern. Meine Freunde haben an ein paar Orten schon vorgearbeitet, aber wirklich sicher ist es dort noch nicht. Wenn du einen siehst, schalte einfach den Strom ein und gib uns über Funk Bescheid. Könnte ein guter Ort für einen Unterschlupf sein. Braucht nur etwas UV-Schutz. Zeit für einen Geistesblitz. Ausruhen und nachladen. Wir sehen uns. Sehr hilfreich.
sicherer Unterschlupf ist... sicher. Du hast einen Unterschlupf gesichert? Gut. Es gäbe da noch mehr zu tun, wenn es nicht zu viel verlangt ist. Meine Freunde haben ein paar Stellen ausgemacht, an denen du zuschlagen könntest. Jedes bisschen stirbt einer, ist das scheiße für den Rest. Nicht so weit. Nicht übel. Okay. Sehr hilfreich. Genialer Schuss. Leicht übel. Keine Creeps mehr. Verdammt!
Ein Unterschlupf. Guter Ort zum Verbarrikadieren und Eindecken. Wenn er gesichert ist. Das Wasser hat Orte erreichbar gemacht, die es nicht sein sollten. Werden. Ich lach dich aus. So, ich muss. Zappel nicht so. Ich sehe dich. Ich kann nichts. Der Ort hat mich noch nicht umgebracht. Da braucht es schon mehr. Tante? Tante. Es tut mir leid, dass du da hineingezogen wurdest. Das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Funktioniert das Ding? Hier, Sharon, ich höre dich. Wir nähern uns dem zweiten Heli. Kein Lebenszeichen. Ich glaube nicht, dass die Melbourne-Typen noch leben. Du vielleicht? Ich suche noch nach den abgeworfenen Vorratskisten. Wir sollten den Funk nicht so oft nutzen. Da sind die Bellwether-Vorräte. Ich sag den Leuten in der Feuerwache Bescheid, dass es hier Vorräte gibt. Unterschlupf, vor uns. Ich
Schon besser. Waren da noch Mama, Papa, meine Geschwister. Alle tot. Nur ich. Nur ich und meine Tante. Irgendein Narr. Für wie blöd hältst du mich? Ja. So, wir haben alle erledigt. Unwegsam, aber geht schon. Toller Ausblick von hier oben. Redfall sieht spektakulär aus. Bild dir nichts drauf ein. Das ist der zweite Heli. Zeit für einen Geistesblitz. Die Typen hatten scheinbar andere Befehle als meine Einheit. Wieso setzen sie so viele Leute ein? Diese Einheit sollte Beweise auf einer Insel voller Vampire verbrennen. Ich schätze, das ist kein Zufall. Bringen wir die Informationen zur Basis. Yeah.